Double ist weg. Ja, wo wird er wohl sein? Tot, am Arsch der Welt. Also, wir laden und wir gehen weiter und wir sind in der Waffe wieder mal, immer noch, keine Ahnung. Jetzt in dem Teil drin, was vorhin so cool aussah, oder? Okay. Ich habe meine Energie aufgefüllt, meine Tanks meine ich. Das ist nett, das ist sehr schön, das ist gut. Ich habe 0 Leben, das ist vielversprechend. Oh Gott, die großen 8. Das heißt, ich stehe auch kurz vor Sigma. Da, diese Warning-Bildschirm muss nicht jedes Mal sein. Okay, gegen Peacock, damals hatte ich die richtige Waffe nicht. Und ich muss rumprobieren, keine Ahnung. Soulbody, gegen wen hat es... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß fast nichts mehr, was gegen wen gut war. Ah ja, das sieht doch gut aus. Ich darf nur nicht vergessen, dass da auch ein Dings hatte, also ein Bewegungsmuster gewesen. Aber das ist definitiv die richtige Waffe. Damit kann man den dann schön in einen Dings halten. In einer Sache, die er macht. Und kaputt. Leider liegt die Energie zum Auffüllen meines Lebens frei herum. Das heißt, ich muss die mir selbst einteilen und kriege die nicht einfach nach jedem Bosskampf. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber mal sehen. Wird schon irgendwie klappen. Und dann habe ich ja noch genug. Die Tanks werde ich vermutlich brauchen. Okay, Spinnchen, ja, vermutlich. Ja? Ja, Spinne. Was kann gegen eine Spinne gut sein? Zyklon? Wind gegen eine Spinne. Nein, nein, nein. Zwillingsslasher? War das was? Nein, ist nicht die richtige. Aiming laser. Be careful, I'm shooting my laser. My useless laser. Out of my eyes. Rising fire. Ne, ich glaube, das hat schon damals nichts gebracht und es wird immer noch nichts bringen. Frost. Nein, das war gegen den Rochen, glaube ich. Gibt's gegen die Spinne überhaupt eine Waffe, ey? Ich glaube, es war am ehesten noch der Twin Slasher. Mit seinen minimalen Schaden, den er da gemacht hat. Und eigentlich sorgt das ja dafür, dass man die Spinne dann nochmal, also dass man den Giga in einer Schleife gefangen hält. Und ich glaube, die ist hier nicht erkennbar. Okay, er macht schon immer nur selber. Ich glaube, das hat auch damals gemacht. Ich krieg's hier nicht gebacken, ey. Wanted, Gott sei Dank kann ich meine Waffe ja nahezu unbegrenzt, eigentlich unbegrenzt nutzen. Außer ich lade sie auf. Okay, ich bin kaputt. Ach du Scheiße. Naja. Machen wir es halt nochmal. Ist nicht so, als wäre der Weg dahin schwer gewesen. Im Grunde nur hier und zack und runter und dann bin ich schon da. Zack, machen wir nochmal den Peacock zuerst. Ja, warning, warning, warning. Ist was gegen den nochmal? Soul Body. Also ich bin mir echt nicht sicher, ob der Twin Slasher bei der Spinne die richtige Waffe ist, weil
Obwohl, ich glaube schon, es war schon ziemlich stark gegen sie. Aber das hier kommt mir halt viel effektiver vor, weil der verschwindet zum Beispiel jedes Mal, wenn ich ihn getroffen habe hiermit. Und der hat Angst und keine Ahnung was. Also darum geht's mir. Ich kann damit seinen Angriff unterbrechen. Bei der Spinne geht es mit dem Twin Slasher nicht. Genau das ist das, was mich daran stört. Weil eigentlich, also so war es auch in den alten Mega Man-Teilen, war es so. Okay, zumindest in den meisten davon. Ach komm, blas mir ein. Schwuch, du. War es so, dass man den Gegner damit in der Endlosschleife halten konnte. Bei Mega Man 7 zum Beispiel auch. Deswegen habe ich ja auch mal gespielt. Also nicht als Let's Play, sondern so privat gespielt. Und da war es auch so, man konnte die Gegner dann in der Schleife gefangen halten. Und haben sie nur noch selber gemacht und man hatte ein leichtes Spiel. Bei der Spinne ist es jetzt nicht bemerkbar. Allerdings sieht man die zweite Form von jedem Gegner sowieso. Also der Peacock, der Pfau da, der Strauß? Ich kann die Viecher nicht auseinanderhalten. Der hat ja auch seine Attacke zumindest vorbereitet. Sein Raketenschießen da. So, was aus Twin Slasher? Ich frage mich gegen wen der Laser nützlich ist, weil, ja, es ist schon wichtiger, weil der Laser war bisher so unnütz. Gott sei Dank muss nicht sparsam mit den Waffen umgehen. Ach, blas mir ein, ey. Nein. Dieses Spinnennetz ist so widerlich. Das ist wie bei der beim Peacock-Gegner die Stage mit diesen rosanen gelben Kugeln da, die tödlich sind. Es macht nie Sinn, dass man gegen diese Scheißgegner nochmal kämpfen muss, weil ganz ehrlich, ich habe sie einmal besiegt. Wer hat die wieder aufgebaut, hä? Wer hat gemeint, das lohnt sich? Weil man sie ja eh schon einmal besiegt hat. Und die sagen dann auch nichts dazu, das ist keine Erklärung, man kämpft einfach nochmal gegen die. Ich meine, das ist bei Mega Man üblich und normal, aber das heißt nicht, dass es sinnvoll ist. Habe ich überhaupt auf Aufnahme gedrückt? Ganz ehrlich, das muss ich kurz nachschauen. Ja, ich hatte auf Aufnahme gedrückt. Was hatte ich anderes erwartet? Ach, ist ja auch egal. Okay, was bringt eigentlich nochmal das Aufgeladene? Was vermacht ist? Was verursacht ist? Ah, okay, das ist gut. Muss ich nicht mehr so präzise sein, nicht mehr so an ihn rangehen. Was natürlich nicht heißt, dass er mich nicht trifft. Oh, ich kann es nicht mehr einsetzen. Scheiße, ich Idiot. Nix im Waffentank. Ach du Scheiße. Okay, müssen wir es den Old Fashioned Way versuchen. Immerhin macht mir das dieses Plasma-Dings die Arbeit hoffentlich ein wenig leichter. Trifft mich ja gar nicht, wenn ich mit ihm bin. Okay, Gott sei Dank, das macht ihn nicht besonders schwer. Was nicht heißt, dass er nicht nerven kann. Okay, jetzt ist er kaputt. Aber ich muss echt mit meinem Leben haushalten, also mit meiner Energie, weil da draußen liegt, glaube ich, nicht so arg viel. Und ich habe hier jetzt schon einiges verloren. Trotzdem.